Hallo! So sieht alles gut aus, aber jetzt verlässt er einfach das Fahrrad. Alter! Zieht euch das mal rein! Ui, guck mal, Mamo. Dieses Bild, so, Freunde. Wir schauen uns jetzt ein Video an von Lukas Knopp. Wir haben damals, glaube ich, mal ein, zwei Videos gesehen und neulich wurde mir angezeigt, das billigste MTB versagt. Die machen irgendeine Billig-MTB-Challenge und irgendwie habe ich da schon ein paar heftige Sachen gesehen, wo ich irgendwie mal, ich muss da mal reinschauen. So, komm. Let's go, Freunde. Alter. Ui. Alter. Wo geht's Alter. hin? Lukas Knopf TV, best sender in the world. Warte, das war, was waren das? Das waren Double Barspin Back for Tarip, oder? Ist das krank oder ist das krank, Alter? Zack. Was war das schon wieder? Ein 360er Tarip Barspin Gedöns. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie angekündigt in der letzten Episode. Es ist gerade sehr viel los. Ich ziehe gerade um und ich habe Tim diese Woche zur OP gefahren und von der OP wieder abgeholt. Die war aber 4 Stunden weg. In so einer Spezialklinik wurde ihm der Meniskus und das Kreuzband zusammengeflickt. Eieiei. Deswegen war nicht so viel Zeit, um Videos zu filmen. Ich habe ewig keine Videos ausgesetzt, aber diese Woche kam es eben zweimal vor. Aber wir sind zurück mit einer Billigbike-Episode. Ich habe Nice. euch gefragt, auf was ihr Bock habt und Ich hoffe schon, dass er irgendwie so ein 360er oder irgendwas zieht. Oder ein Backflip. Nummer 1, was ihr vorgeschlagen habt, war mit den meisten Stimmen, mach mal wieder eine Ja. Billigbike-Episode. Deswegen machen wir das. Es kam auch Geil. andere sehr, sehr gut. Das sieht halt auch schon scheiße aus, ne? Gute Vorschläge, darauf werde ich in den nächsten Videos eingehen und ich habe da schon einige Ideen gesammelt, die ihr unter die Videos geschrieben habt. Also vielen Dank dafür. Ich hatte aber schon seit einiger Zeit das Bike Auch mit diesem Schutzblech da hinten dran, in diesen Katzenaugen. unten im Keller stehen, was ich von einem aus meinem Haus bekommen habe, angeboten bekommen habe. Und zwar ist das der Rico. Viele Grüße an der Stelle. Rico, Ehrenmann. Lakota Enduro 300. Ja. Können wir umtaufen zu Kernschrott 300? Wir hatten schon Kernschrott 3000, das ist das Kernschrott 300. Okay. Absolute Waffe. Wir haben sogar einen Hast du eine 300er Waffe? noch. Nee, geht nicht Ah, mehr, aber es scheiße. ist Klingel? zumindest schön Klingel? dran. Wir haben eine Geht. Klingel. Ja, geil. Wir haben einen sehr, sehr hohen Sattel. Noch Mhm. top in Schuss und wir checken heute, was das gute Bike noch so mitmacht. Irgendwie Ich will schon auch was Krasses sehen mit dem Ding jetzt. call ich glaube ich schon, dass das ein oder andere Katzenauge höchstwahrscheinlich abfliegen wird. Ganz wichtig ist aber, das Fahrrad ist Diebstahl Ja, registriert, so mein Rad nämlich. ist kodiert. Kann also nichts passieren. Ja, was das bringt, soll, weiß ich auch nicht genau. Ziehen uns einen ganz kurzen Bike-Porn rein Bikeporn, und nice. dann fetzen wir. Ist er sponsert bei Audi oder warum sind da Audi-Zeichen auf dem Helm? Das Stairset of Doom hinter mir runter, 5 Treppenstufen hintereinander. Stairset of Volle Doom, Kanone Alter. Abfahrt mit der Waffe als Challenge Nummer 1 für heute. Geil. Ich habe mega Bock, wieder ein Video für euch zu filmen und wünsche euch viel Spaß. Ab geht's. Time for the bike porn. Oh, Lakota Enduro 300. Starkes Ding, ey. Starkes Ding. Viper! Das ist ein erleichter Viper, Ohne Bike sind wir die Treppen schon gefahren und sind gedoubled und dann ins Flat. Ist mir jetzt mit der Waffe gerade noch nichts. Wir müssen uns erstmal ein klein wenig Ja. einfahren und erstmal checken, ob es überhaupt die Nice. Treppenabfahrten überlebt. Wo hat denn er seine GoPro hängen? Die Gabel springt auf jeden Fall auch massiv und macht geile Schon Geräusche. am Helm, ne? Boah. Wheelie-tauglich Really? ist es schon mal. Geil. So ein bisschen. Okay. Er fährt einmal runter, ne? Aber. Boah, das scheppert. Ah, da sieht man es jetzt. Ah, okay, er hat die einfach nur vorne am Helm, ganz klassisch, ja. Ich hätte ja Angst, dass mir das Ding einfach zerfällt. Oh.
Ich hätte Angst, dass ich einfach da ankomme und mir knackt irgendwas weg und ich packe mich richtig auf die Fresse. Oh, hier unten war kompletter Durchschlag. Bei der letzten. Alter, fährt er jetzt hoch oder was? Nee. Wir müssen noch mal noch eine Abfahrt machen und du musst mal von unten filmen. Bei der letzten. Da scheppert's durch. Einmal Metall auf Metall. Hat komplett von hier darauf geschlagen. Es war richtig bang. Sonst fühlt sich's ganz stabil an. Muss ich sagen. Wenn wir jetzt mal genau hingucken. Das ist eine Rakete, das Ding. Die Reifen sind auch übelst porös. Und rissig. Ja, gut. Knack. Da würde ich mit dem Cityroller runterfahren, glaube ich. Boah. Führerschein kommt wahrscheinlich, ne? Mhm. Chillig. Hat er überlebt. So. Ich will auch mal einen Trick sehen. Das Enduro 300 hat den ersten Test überstanden. Und ich würde sagen, wir finden die nächste Challenge. Ja, ja. Okay, wir fahren zum nächsten Spot. Noch fühlt sich alles ganz gut an. Ich hab Schiss. Oh, die Bremsen, die rutschen so durch, die Felgenbremsen. Also, ich dachte, der fährt jetzt oben drüber. Geil. Hä, hey, kann man perfekt Wheelie mitfahren. Hier vorne gibt's eine schöne Abfahrt. Alter, da knallt er runter? Ach du Scheiße. Ich hatte da Angst mit so einem Ding da, mit so einer Gurke. Alter, guck dir das an. Oh, Scheiße. Man kann sich gefühlt manchmal gar nicht vorstellen, wenn man so alte Videos guckt, Rampage von vor 10 Jahren, mit was für Waffen die da gefahren sind. Doppelt so schwer wie heutzutage. Ja. Das Fahrrad kann man jetzt auch nicht ganz damit vergleichen, aber ist jedes Mal wieder verblüffend, was so ein Fahrrad doch alles mitmacht. Mhm. Und was man trotzdem mit ein bisschen Körperhaltung, kann man trotzdem ordentlich hier runterfahren, runterfetzen, kann Treppen runterfahren, das haben wir heute schon abgehakt. Ja, ob das Material das lange mitmacht, weiß ich aber auch nicht. Da hinten ist jetzt so ein Skatepark, wo wir schon ein paar Mal in einem Video waren. Und da können wir bestimmt auch 2-3 Sachen machen. Mach's nochmal, das hast du Bock gemacht. Nein! Einfach unten am Übergang komplett die Gabel durchgeschlagen hat. Nein! Das hat unten einfach nur gemacht. Geklingelt, ja. So ganz kurz war ich auf dem Vorderrad. Wir fahren jetzt gerade zum nächsten Spot. Tim geht soweit gut. Nur weil ich es am Anfang ganz kurz angeschnitten habe, die OP ist gut verlaufen. Brauche jetzt trotzdem so 5-6 Monate, bis er wieder auf dem Bike stehen kann. Alter. Je nachdem, wie die Reha halt verläuft, gegebenenfalls kann es ein bisschen schneller gehen. Danke von ihm für alle Genesungswünsche. Und ja, wir fahren jetzt zum nächsten Spot auf dem Kernschrott 300. Absolute Waffe. Wir sind am nächsten Spot. Skatepark bei mir in der Nähe. Der noch geöffnet hat, ein anderer hat zu, der wiederum hat auch. Aber ist ja gut, deswegen können wir jetzt hier fahren auf der Waffe. Hä, was ist denn da unten drin? Das ist einfach Kies? Gibt's ein wunderschönes Flyout. Die Wiese ist frisch gemäht, könnte allerdings durch den Regenguss ein klein wenig rutschig sein. Warum ist da im Skatepark mittendrin einfach so ein Schotterdreieck? 180 to fakie oh. Mit dem Bike. Das geht danach aber so ein bisschen runter. Also es ist kein richtiges Flyout, sondern eher wie so ein kleiner Sprung. Machen wir 180 raus, fahren hier an über die Welle und dort Flyout. So, jetzt gehen wir nämlich in die Tricks rein, endlich mal. Geil! Da einmal Anfahrt und Absprungverhalten von der Federgabel testen. Also es ist wie immer bei jedem von den Billigbikes, eigentlich halten die echt was aus. Aber die Gabel ist immer so, dass... Wenn die Gabel wegknackt bei so einem Sprung, Alter. Alter! Wie geil! Sauber! Sauber! Und der Ständer ist auch raus!
bin gefühlt so halb hängen geblieben an dem Ständer. So, oder? Alter, der hat sich auch kurz den Boden eingegraben, oder? Irgendwas hat gehackt. Da ist auch Gras dran. Ach, deswegen ist überhaupt Romicom. So sieht's nämlich aus. Er schnappt auch so leicht runter. Das ist schon wieder viel zu witzig. Alter, mit so einem Ding musst du doch mal fahren. Waffe. Nur Waffen hier. Au! Au! Ist er wieder abgehauen. Ich hab mir irgendwo voll den Knöchel hier. Ja. Ich hab mir grad voll den Knöchel angehauen. Irgendwie. Wir haben erst. Ist jetzt nicht überschlimm, weil das ist hier die Außenseite, aber hier ist die Pedale durchgebrochen. Ich meine, das hier ist noch ganz. Ja. Darauf kommt es an. Schwund ist überall, ne? Erste Ausfallerscheinungen hier. Also es hilft alles nichts. Sehr viele Möglichkeiten haben wir hier in dem Park nicht. Aus dem Flyout haben wir aber schon mit diversen Bikes Flips rausgemacht. Und wir fahren heute nicht an die Dirtstrecke von mir, weil dort ist es viel zu nass und viel zu schlammig, um mit dem Teil zu fahren. Deswegen bleibt uns nur eine Möglichkeit, nämlich den hier zu machen. Er macht jetzt nicht einen Backflip, oder? Und wir machen jetzt mal einen Flip auf der Waffe. Was für ein Flip, Alter? Hoffen, das Teil überlebt. Was für ein Flip, Alter? Er macht nicht einen Backflip jetzt, oder? Oh, Alter. Das war jetzt der Flip, ne? Und die anderen haben das immer irgendwie nicht gemacht, aber irgendwie schnappt die Gabel so raus, muss mir irgendeine andere Route hier überlegen. Und es wurde ein Kreuzschlitz gegeben und wir können den Sattel tiefer stellen. Problem ist nämlich, dass wir für den Flip über diese Welle pushen müssen. Und was meint ihr mit dem Flip? Ein Backflip? Der macht dann halt immer ans Gesäß, sag ich jetzt mal. Oh, Alter! Und man kann nicht richtig pushen. Man kommt somit nicht wirklich auf Schwung. Flip ist gleich Backflip. Ah, okay. Ja. Wow. Mega. Dann können wir gleich nochmal probieren. Mach doch jetzt nicht mit dem Ding einen Backflip, Alter. Alter! Scheiße! Alter. Ich hatte gefühlt null Schwung, Alter. Oh. Können wir das nochmal sehen, bitte, Regie? Ui! Alter! Weil wie krass ist das? Er macht den Backflip, aber er verlässt einfach immer das Fahrrad. Ui! Alter! Wiedergabegeschwindigkeit 0,25. Hallo! So sieht alles gut aus, aber jetzt verlässt er einfach das Fahrrad. Alter! Zieht euch das mal rein! Ui! Guck mal, Mamo! Dieses Bild, Alter! Holy shit! Ey, es war halt auch richtig knapp. Der Lenker ist halt ultra knapp neben ihm eingeschlagen, ne? Alter! Da kam nochmal Slow Motion, okay. Dramatisch. Irgendwie schleift komplett irgendeine Bremse. Ist das vorne? Lenker ist ein bisschen schief. Und ich habe schon mal mit einem Billigbike da rausgeflippt und das ging eigentlich. Es war aber übelst knapp. Mit einem Dirtjump-Bike mache ich das echt oft. Aber wenn wir uns die Slow Mo mal angucken, die Gabel, die schnippt so hart. Ich bin einfach über die Welle abgehoben. Bin fast in den Absprung reingesprungen, habe aber gesagt, ey, also ich hatte so im Kopf, dass ich flippe, habe trotzdem noch geflippt. Und oben an der Absprungkante hat die Gabel einfach schon wieder hier einmal Presslufthammer gemacht. Geil, wie Kinder sich auch einfach so daneben stellen und so einfach es nicht peilen. Einfach so, wupp. Der Akku von der richtigen Kamera ist einfach gerade ausgegangen und Marcel hat mir dann gesagt, der gerade filmt, dass der Lenker einfach komplett verbogen ist. Ich habe gemeint, dass der Lenker hier zur Gabel ein bisschen verdreht ist, aber der ist einfach von dem Fall von da nach unten
wo er auch noch meinen Arm getroffen hat, einfach komplett hier einmal weggebogen. Alter, scheiße. Bedeutet erstmal so ein vielleicht Rennabbruch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht jetzt das Licht nach dem Sturz, das ist angegangen. Oh, das ist geil. Absolut. Ja. Und ja, sonst lebt. Ein Wunder, dass das Licht überhaupt gehalten hat, da drauf, dieser Plastikhalter. Eigentlich. Bremsen schleifen ein bisschen und jetzt fängt es pünktlich an mit Regnen. Also mal gucken, was wir gleich noch zustande bekommen mit der Waffe. Wir sind nochmal an den Hometrail gefahren. Ich werde jetzt trotz erschwerter Bedingungen, das Vorderrad schleift komplett. Vorderrad ist leicht verbogen, nicht schlimm, aber Scheiße. Es schleift mega. Ich würde Bremse abbauen oder aushaken. Und der Lenker ist ganz schön verbogen, wie eben gerade eben gezeigt. Und machen auf jeden Fall eine Abfahrt, aber ich denke, danach ist die Waffe bestimmt tot. Ab geht's. Lenker ist noch minimal schief. Jetzt ready. Ready, ready. Oh Mann, alles krumm und schief hier an der Kiste. Eieiei, oh Mann. Alter, aber es geht. Sieht aber chillig aus, die Strecke. Boah, der Trail ist auch gut voll mit Ästen. Oh, die Reifen taugen halt nichts. Ja. Ey, eigentlich ging es voll klar. Aber die Reifen haben ungefähr voll verloren und alles hat geklappert. Hier fährt sich echt tausendmal besser wie im Skatepark. Ist doch nicht schlecht, das 300er Ding. Ich glaube, den würde ich auch noch fahren. Also mit einem richtigen Bike halt. Okay, der Jump hier. Ja, gut, das weiß ich nicht, ob ich den machen würde. Dein Drop, ja, den wollte ich mir noch trauen, glaube ich. Krass. Was war? Glasscherbe? Ich habe es nicht gehört. Ich bin scheinbar auch voll durch. Oh, haben es geschafft. Es hat es gemeistert. Zwei Trails. Und echt Feedback besser als im Skatepark. Auch wenn alles irgendwie wackelt, sämtliche Schrauben und die Gabel. Den kannst du dann noch wegschmeißen, oder? Nur durchknallt. Das war's von der Billigbike-Episode mit dem Kernschrott 300. Wie immer, die Gabel an den Bikes ist gefühlt wie so ein Presslufthammer. Es geht einfach nur so. Lenker verbogen hier vorne. Aber wieder erwarten, ich hab nur Ton auf was ich angenommen habe, wie es funktionieren wird hier auf dem Trail. Hat mich doch anders von überzeugt. Es war jetzt kein riesiger Fahrspaß und Fahrgenuss, aber es ging im Wald definitiv geiler zu fahren als im Skatepark, da die Flyout-Tricks zu machen. Dafür war es richtig, richtig komisch und bei den kurzen Radien hat die Gabel halt so krass geschnappt, das ging gar nicht. Aber hier auf den Trails hat es eigentlich echt nochmal Spaß gemacht heute zum Tagesabschluss und ja, bis auf die paar Ausfälle lebt das Bike noch und wir können es vielleicht noch mal umrüsten und behalten es auf jeden Fall. Und ja. Das geht safe in der Presse. Hoffe, euch hat es gefallen. Endlich wieder ein Video nach ein paar Tage Abwesenheit. Und wie erwähnt am Anfang, ich gehe auch auf die anderen Vorschläge ein. Und wir machen von den Vorschlägen einige Videos, setzen wir um. Und was wollte ich noch sagen? Genau, die MTB-Hosen von The Motion Brand. Ich hatte die zwar jetzt hier in dem Video nicht an, aber die sind wieder back in stock. Die Camo-Hose und die normale schwarze Hose, weil viele immer nachfragen. Da haben wir diese Woche Lieferung bekommen. Sind in allen Größen wieder da. Die Größentabelle findet ihr auf der Website. Das war's vom Video. Das war's von der ultimativen, klappernden Waffe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Peace. Ja, sehr schön. Schaut gerne bei Lukas Knopf vorbei, Freunde.